Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und wer kennt es nicht? Wir haben alle zu wenig Platz auf unseren Anlagen oder auch in dem Fall unter unseren Anlagen. Mir geht es jedenfalls so, ob ich jetzt eine große Modellbahn habe oder ihr eine habt oder eine kleine oder eine eingebaute, wie ich das hier habe, das spielt wahrscheinlich keine Rolle. Wir haben Unmengen von Litzen unter unseren Anlagen. Ja, viele verlegen die ganz schön, sieht nett aus und so weiter, aber irgendwo müssen die sich ja treffen. Und wer wenig Platz hat, der bekommt ein Problem an der Stelle. Ihr könnt ruhig im Hintergrund gucken, was ich da so Schönes mache. Der bekommt an den Stellen Probleme, wo die Kabel alle zusammengeführt werden sollen. Oder in dem Fall, wie bei mir, wo ich alle Beleuchtungen in mindestens 8 Parts aufteilen möchte. Das werden sogar später noch mehr werden. Im Moment werden es 8 Parts. Das heißt, ich kann im Moment 8 Dinge verschieden steuern. Ich werde es jetzt nicht so machen, dass ich sage, wie früher in meiner Kindheit. Dorfbeleuchtung, Stadtbeleuchtung, was weiß ich, sondern ich werde es aufteilen in Straßenbeleuchtung, verschiedene Beleuchtungsmodi, dass ich sagen kann, jetzt soll so 3/4 der Beleuchtung angehen oder die Hälfte meiner Beleuchtung, das heißt, dass alles ein bisschen dunkler noch ist oder also nicht dunkler wird, sondern weniger Beleuchtung an ist, dass alles ein bisschen gedämmter ist und nicht so viel leuchtet, dass man nicht das Gefühl hat, man sitzt vor einem Weihnachtsbaum und nicht vor einer Anlage. Und solche Sachen will ich damit machen. Ja, also wie gesagt, nicht unterteilen. Ich sage heute, wie gesagt, ich will mein Dorf anmachen, ich will meine Stadt anmachen. Ich will alle Bahnhöfe auf einmal anschalten. Das ergibt für mich keinen Sinn. Sondern eben, wie gesagt, ich will verschiedene Dinge damit ansteuern. Und dafür brauche ich natürlich viel, viel Litzen oder viel, viel Kabelchen, die kommen. Deswegen sehen wir ja im Hintergrund hier gerade meine sogenannten Vago-Türme, die ich gemacht habe. So, dass ich an einer Stelle relativ viel Kabel steuern kann mit relativ wenig Problemen. Jetzt komme ich aber von meinem Steuerpult mit einer Steuerleitung, wie der Steuerpult sagt, obwohl es ein Stellpult ist, aber es ist ja eigentlich auch ein Steuerpult. Es wird nur gesteuert, ja. Ich bringe damit wirklich nur die Steuerströme auf meine Anlage und steuere dann auf der Anlage eigentlich erstmal alles mit Relais an. Das sogenannte Stellpult bei mir ist tatsächlich wirklich nur in Verbindung von Kabeln zur Anlage. Der ganze Rest, das ganze Gehirn befindet sich eigentlich unter der Anlage oder auf der Anlage. Ich komme ja eh nicht drunter, ihr wisst ja vielleicht. Und deswegen muss ich die ansprechen können. Also ich muss von verschiedenen Bereichen, also mit verschiedenen Relais, muss ich das ansteuern können und da will ich dann wieder mehr wegschalten können. Und deswegen habe ich mich auch übrigens für Relais damals entschieden, die auch relativ hohe Amperezahlen aushalten können, damit ich, wenn ich da was schalte, auch ein bisschen was hinten dranhängen kann. Jetzt sehen wir gerade, wie ich mir die Platinen baue, aber das ist erstmal zweitrangig. Das wollte ich euch heute eigentlich gar nicht zeigen, wie ich die mache, aber ich mir jetzt ein recht kurzes Video heute, weil ich es nur einschiebe, weil ich mit meinem Stellboot noch ein bisschen zu tun habe und das nimmt doch alles mehr Anspruch, die ganzen Kabel da zu ziehen und zu machen. Das Stellboot selber ist schon fertig, das könnte ich euch jetzt schon zeigen, aber ich möchte, wenn ich es euch zeige, auch zeigen, wie es funktioniert, was da eben alles angesteuert wird mit und was da alles passiert und so weiter und so fort. Aber ist egal. Wie gesagt, diese Türmchen kann ich stapeln. Also ich habe mir so als Maximalgrenze gesetzt, dass ich 8 Stück übereinander setzen könnte, also 8 von diesen Vago-Klemmen übereinander setzen könnte, was so 2 von diesen Türmchen wäre. Aber im Moment baue ich erstmal nur so hoch, wie sie da hinten stehen. Das reicht im Moment, weil ich jetzt, ja, mir fehlt ja noch einiges am Aufbau. Ich bin ja noch hinten beim Rohbau. Ihr wisst es, oben ist meine Anlage soweit fertig. Aber alles, was jetzt wirklich an Aufbau kommt, das fehlt noch. Also fehlen noch wahnsinnig viel Kabel für die Beleuchtung, die da runterkommt. Deswegen musste ich mir jetzt schon Platz schaffen, weil nichts so schlimmer. Ich habe das später mal irgendwann gelegt, habe da meine Klemmen gesetzt und stelle fest, Mensch, ich könnte doppelt oder dreifach so viel davon brauchen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich mein Lämpchen, meine LED irgendwo anschalten soll, damit irgendwo da ja, das Kabel noch ran kann. Ja, ich kann ja da nicht alles mit Lüsterklemmen hinten zusammenhalten oder irgend sowas. Das wird nicht funktionieren. Deswegen ja sowieso die Vago-Klemmen. Hier sehen wir es übrigens, wie ich es aufgebaut habe, wo der vorläufige Platz, nein, nicht der vorläufige, wo der Platz hinkommt für die Pluspole. Und die Minuspole kommen noch mal ein Stückchen dahinter. Und wie man schon hier vorne an der Holzkante sehen kann, fehlt mir natürlich der Platz, dass ich jetzt da noch hantieren kann. Ich kann zwar oben diese Ebene abnehmen, da hinten, wo das Loch ist. Ihr kennt es ja vielleicht, das kann ich ja alles mit Magnethaltern zumachen. Und
macht sich aber sowieso blöd, wenn das mal irgendwann alles verbaut ist und zu ist. Ich muss immer alles abmachen. Das heißt, ich habe es erstmal so gebaut, dass ich alles von vorne so weit rankomme, wenn ich nur das Modul öffne, was ja hier fehlt. Sonst könnte man ja da gar nicht reingucken in die Anlage gerade. Hier links sehen wir jetzt die Platinen wieder mit meinen typischen Proben drauf. Das ist einfach nur so, wenn ich mal in einigen Jahren das wieder aufmachen will oder was machen muss, dass ich zuordnen kann, was was ist, weil ich das alles schön aufschreibe. Und damit man dann ein bisschen besser arbeiten kann. Und hier hinten sehen wir schon die Vago-Türmchen, wie ich sie reingesetzt habe. Die sind oben durchnummeriert von 1 bis 8. Wie gesagt, ich halte mir das noch offen, dass ich erstens mal noch einen oben drüber setzen kann oder ich kann hier links noch weiter bauen. Also ich kann da noch wahnsinnig viel anschließen und kann auf meinem beengten Raum, und ihr seht es hier, das ist wirklich sehr, sehr beengt, und was da so an Kabeln rumliegt, kommt da einiges beisammen jetzt irgendwo in Zukunft. Und so halte ich Ordnung auf meiner Anlage und so wird das alles irgendwo passen. Das wollte ich euch die Woche zeigen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser kleinen Geschichte. Wir sehen uns nächste Woche Freitag 16 Uhr wieder. Dann bin ich für euch da. Macht's schön gut. Bis dahin. Tschüss, euer Uli aka Aquapainter.